Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um ein paar Facebook-Marketing-Begriffe oder beziehungsweise auch Abkürzungen, die der ein oder andere vielleicht auch mal gehört hat und nicht genau weiß, was ist denn damit gemeint oder was ist die Bedeutung dahinter. Darüber geht es heute in dem Video. Ich habe ein paar wichtige Kennzahlen mal für dich oder ein paar wichtige Begriffe zusammengesucht und die du natürlich dann auch später dann berücksichtigen solltest in deinen Werbeanzeigen. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin der Heiko. Ich unterstütze KMU, selbstständige Online-Shop-Betreiber, über Facebook und Instagram mehr Umsatz zu generieren bzw. auch Neukunde zu bekommen. Wichtig ist erstmal, eine ganz wichtige Angabe ist der sogenannte Cost per Lead oder wie es auch hier steht im Prinzip, die Kosten pro Interessent. Wichtig ist natürlich erstmal zu verstehen, was bedeutet überhaupt dieser Begriff Cost per Lead. Und das ist aus dem englischen Raum oder im englischsprachigen Raum übersetzt, bedeutet es ins Deutsche übersetzt Kosten pro Datenpaket oder Kosten auch pro Kontaktvergütung und wird dann natürlich auch mit CPL abgekürzt. Und bevor wir jetzt erstmal das System hinter dem Abrechnungsmodell Cost per Lead verstehen sollten, soll natürlich auch geklärt werden, was bedeutet denn das Wort überhaupt Lead oder der Begriff Lead im Zusammenhang mit jetzt Cost per Lead. Man beschreibt hiermit bei Kosten per Lead persönliche Daten, welche ein Interessent aus eigener Motivation ihn dafür zum Beispiel in ein vorgesehenes Kontaktformular eingetragen hat. Als Beispiel wäre jetzt, wenn ein User auf eine Werbeanzeige klickt und seine Kontaktdaten in ein individuelles Formular dann eingetragen hat, zum Beispiel auf deine Webseite etc. Und das wird im Prinzip als sogenannte Lead bezeichnet, also ein Interessent oder ein User, der Interesse zeigt und natürlich auch die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass er dadurch natürlich auch zum Kunden werden kann oder vielleicht auch schon dann ein Kunde ist. Was also dann im Endeffekt mir ein Lead erstmal für uns als Interessent, der eine E-Mail-Adresse angibt, bedeutet dann also im Endeffekt, der auch mit weiteren E-Mails natürlich auch unterhalten werden kann oder halt fortgeführt werden kann. Und das nennt man im Prinzip dann die Kosten für diesen Interessenten, der halt in diesem, ich nenne es mal in diesem Kontaktformular entsprechend seine E-Mail-Adresse angegeben hat. Die Kosten pro Lead ergeben sich im Grunde genommen aus der Anzahl von Leuten, also besser gesagt, die wir für die Werbung ausgegeben haben und die Anzahl der Anmeldungen. Nehmen wir mal als Beispiel, wir haben jetzt 100 Euro für eine Werbung ausgegeben und haben sich 50 Leute dann eingetragen in dieses Kontaktformular oder haben uns die E-Mail-Adresse gegeben, dann haben wir also eine Kost per Lead von 2 Euro. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist dann der Cost per Klick. Das bedeutet im Prinzip der Kosten pro Klick auf eine Anzeige. Und das ist manchmal relevant, aber manchmal auch nicht ganz so relevant. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Art von den Facebook-Anzeigen-Typ an. Und der Cost pro Klick, auch Cost per Klick, also kurz auch abgekürzt CPC, beschreibt eine Methode zur Abrechnung von Werbekosten im Online-Marketing. Und mit Hilfe des CPC-Modells wird halt ermittelt, wie viel ein Werbetreibender zahlen muss, wenn er seine Werbekosten nach der Bezahlmethode Pay-Per-View, sondern abgekürzt PPC, abgerechnet werden. Und das ist grundsätzlich erstmal ein wichtiger Faktor bei der späteren Berechnung. Also die Kost per Klick, die Kosten pro Klick auf einer Anzeige. Dann gibt es noch den CPA, Cost per Acquisition. Das wiederum ist ein wichtiger Faktor, weil sich daraus unsere Gewinnmarge ableiten lässt. Der Begriff Cost per Acquisition, CPA dann, stammt aus dem Suchmaschinenmarketing und übersetzt bedeutet er so viel, wie viel Kosten pro gewonnene Neukunden. Also wenn wir hier sagen, die Kosten pro Kunde, also pro zahlenden Auftrag als Beispiel, nehmen wir mal entsprechend als Beispiel an, wir haben 100 Euro Werbebudget ausgegeben und wir haben dadurch einen Kunden gewonnen. Dann hätten wir eine Cost per Acquisition von 100 Euro. Andersrum
könnte man natürlich auch sagen, wir haben 100 Euro ausgegeben, wir haben 4 Kunden gewonnen, also haben wir natürlich für diese 4 Kunden jeweils 25 Euro ausgegeben. Weil wir nämlich dann entsprechend 4 mal 25 ergeben 100 Euro dann als Gesamtresultat hätten. Und dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, ist die Conversion Rate. Das ist also erstmal Invent, wenn man das einfach übersetzen kann, von A nach B. Also wo quasi ein Übergang stattfindet. Insgesamt könnte man also in eine Conversion auch bezeichnen, vom Interessent zum Kunden. Oder auch natürlich eine Conversion wäre, wenn jemand deine Seite besucht oder im Prinzip einen Blogartikel liest, wo auch zum Beispiel dann auch ein E-Book heruntergeladen kann. Das wäre zum Beispiel auch eine Conversion, wo der Besucher wird also vom Interessenten zum potenziellen Kunden, nenne ich es mal. Der natürlich auch dann dieses Formular ausfüllt und dann kommt er natürlich entsprechend dann zum nächsten Schritt. Er wird dann vom Interessenten, im besten Fall natürlich dann zum Kunden, und das nennt man dann die Conversion-Rate. Und das ist also der entsprechende Prozentzahl. Sie zeigt also das Verhältnis der Besucher einer Webseite zur Conversion. Und die Conversion-Rate wird natürlich dann in Prozent angegeben. Die Conversion, die muss nicht zwingend auch ein Kauf oder eine Transaktion sein. Jedes zuvor definierte und erreichte Ziel kann natürlich auch als eine Conversion zählen. Und die Conversion-Rate kann natürlich auch demnach das Verhältnis von zum Beispiel Visits, Besuchern zu erfolgten Downloads oder zum Beispiel Newsletter-Anwendungen widerspiegeln. Und das ist also dann die Conversion-Rate in Prozent. Als nächsten wichtigen Wert haben wir den CTR oder Click-Through-Rate. Ist die Menge von, oder besser gesagt, von dem prozentualen Anteil von Personen oder Leuten, die auf eine Werbeanzeige, die sie auch tatsächlich gesehen haben, dann auch wirklich geklickt haben. Also es rechnet sich hier einfach die Klicks durch die Anzahl der Einblendungen und dann hat man also die Click-Through-Rate in Prozent. Und nehmen wir jetzt also mal ein Beispiel an, wir haben 100 Menschen, die sehen deine Anzeige, in irgendeiner Form auch immer, und 5 klicken jetzt zum Beispiel darauf von diesen 100. Dann hast du eine 5%ige Click-Through-Rate. Wichtig ist am Ende eigentlich eher oder viel interessanter ist dann nicht nur der CTR, nicht nur der reine Prozentwert, sondern was zählt, ist also ganz hart erstmal die Cost per Acquisition. Wenn es wirklich um den Verkauf geht, wie viel brauchen wir, um Leads einzusammeln, die natürlich dann letztendlich dann auch rauskommen. Und Cost per Lead ist also ein wichtiger Faktor. Ja, und die Conversion Rate ist also auch ein gutes Messinstrument, um später natürlich dann auch in gewisser Art und Weise Optimierungen durchzuführen. Weil, wir nehmen mal an, wir haben eine Conversion Rate von 20%. Würde bedeuten also, dass wenn jetzt 100 Besucher 20 diese gewünschte Aktion durchführen. Und das wäre natürlich bei einer Landingpage zum Beispiel, wo man jetzt ein E-Book anbieten und eine E-Mail-Adresse einsammeln möchte, wäre die Conversion Rate von 25%, wäre schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Das bedeutet, dass also von diesen 100 Personen würden 25 direkt dieses E-Book oder dieses Kontaktanmeldeformular entsprechend ausführen oder sich eintragen. Und eine Conversion Rate bei einer Sales Page, da wäre das, wie gesagt, also zum Beispiel schon ein sehr, sehr guter Wert, wenn sie bei 25% ist. Der nächste Begriff, den ich dir zeigen möchte, ist Funnel. Das ist im Grunde genommen das gesamte Marketing-System. Das ist die Strategie, wo also es wirklich darum geht, aus dem Englischen übersetzt, der Trichter oder der Einkaufstrichter ist im Prinzip ein verbraucherorientiertes Marketingmodell, das theoretisch die Customer Journey zum Kauf einer Ware oder Dienstleistung dann veranschaulicht. Und
Als Beispiel zeigen wir jetzt mal eine Werbeanzeige, zum Beispiel mit einem Blogpost an eine gewisse Zielgruppe. Das heißt, wir versuchen im ersten Schritt, so viel wie möglich Interessenten zu generieren, die eventuell Interesse hätten an unserem Blogpost. Und wir können dann an alle Personen, die diesen Blogpost gesehen haben, eine weitere Werbeanzeige anzeigen lassen, die dann als Beispiel Interesse hätten an ein E-Book und die Möglichkeit natürlich haben, auch dieses E-Book dann natürlich dann herunterzuladen. Und dann können wir natürlich noch eine weitere Werbeanzeige anzeigen lassen, indem wir dann zum Beispiel sagen, okay, du hast jetzt dieses E-Book angeschaut, vielleicht wäre dann auch mal eine Beratung für dich dann interessant. Und das können wir dann zusätzlich dann auch nochmal in einer weiteren Funnel-Stufe im Prinzip anzeigen lassen. Und das ist im Prinzip dann so der Schritt, wie man dann also den Besucher vom Interessenten zum Kunden führen kann, indem wir im Prinzip einen sogenannten Funnel aufbauen, in ein Stück weit immer näher im Prinzip zu unserem, ich nenne es mal, Produkt oder Dienstleistung oder natürlich auch zum Verkauf bringen kann. Und beim Funnel gibt es natürlich, wie gesagt, halt ja, hunderte von Möglichkeiten, wie man natürlich so einen Funnel aufbauen kann. Und du musst einfach bemerken, es gibt dabei keine feste Struktur. Nur wichtig ist zu verstehen, es gibt einen oberen Rand von diesem Funnel, wo man so viel wie möglich Interessenten reinfließen lassen kann. Und unten kommen dann im Endeffekt dann entsprechend dann auch dann ja, verschiedene Kunden raus oder im Prinzip dann auch dann die Käufer. Als weiteren Beispiel gibt es den sogenannten Lead-Magnet. Ein Lead-Magnet wäre jetzt als Beispiel im Grunde genommen, wenn man Leads einsammeln möchte, um Kunde abzuholen, wäre der Lead-Magnet quasi ein entsprechendes Content-Angebot, den wir jetzt zum Beispiel für unsere Kunden im Austausch für die Kontaktinformationen bereitstellen. So ein Lead ist also, wie ich jetzt eben mal erklärt habe, ein Interessent, der sich zum Beispiel für eine E-Mail-Adresse anmeldet. Zum Beispiel für ein E-Book. Du bietest von deinem Produkt oder Dienstleistung vielleicht mal ein kostenloses E-Book an. Und der Lead-Magnet wäre dann zum Beispiel das E-Book. Es gibt noch weitere Faktoren wie eine Case-Study, ein Minikurs. Also alles Mögliche, was du also kostenlos einfach mal angeboten wird. Und im Gegenzug dafür bekommst du die E-Mail-Adresse. Und das Wichtigste ist natürlich auch, dass man das vielleicht auch gegenteilig vielleicht manchmal verstehen kann. Ich habe das lange Zeit auch mal so gemacht. Man sollte bei so einem Lead-Magneten auch wirklich sagen, okay, zum Beispiel hier ist jetzt ein 200-Seiten-E-Book oder hier ist jetzt ein Online-Kurs von 8 Stunden. Weil theoretisch fühlt sich das ja vielleicht richtig an, jemanden einen großen Mehrwert zu bieten. Aber im Endeffekt oder im Nachhinein ist es aber auch sogar eher suboptimal, weil ja das Problem oder der Benutzer, den wir zum Beispiel abholen möchten in unserer Zielgruppe, dass der noch gar nicht so die Awareness hat und das eigentlich ja vielleicht auch noch gar keine Lust hat, die große Menge an Informationen durchzuwühlen oder beziehungsweise anzuschauen. Und somit wird natürlich auch sehr schnell das Ziel auf jeden Fall verfehlt. Man sagt, okay, ich habe jetzt hier mal ein paar Seiten für dich. Vielleicht ist ja das eine relevante Checkliste. Und dann kann man das einfach, kann man das natürlich auch sehr schnell und sehr einfach und effektiv natürlich durcharbeiten. Und dann hat man natürlich auch einen höheren Mehrwert geliefert. Und noch ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist dann der sogenannte Call to Action, wo es also darum geht, irgendwie die gewisse Handlung erstmal anzufragen und dazu auch aufzufordern. Und das kann halt sein, dass jemand zum Beispiel eine Bestellung abschickt oder irgendwas in den Warenkorb legt zum Beispiel. Einen typischen Link oder jetzt herunterladen oder jetzt kaufen zum Beispiel bei Facebook Anzeigen. Das hat mit Sicherheit auch schon der ein oder andere gesehen und das ist im Prinzip der Call to Action. Also das gesammelte
Links oder Buttons, wo halt so jemand quasi halt die Aktion durchführt. Und das ist, wie gesagt, dann der sogenannte Call to Action. Ein weiterer wichtiger Begriff ist das Retargeting. Ich habe es eben schon mal erklärt. Es ist also die Idee, den Menschen, die irgendwie schon mal mit unseren Inhalten irgendwie interagiert haben, sage ich mal, den erneut mit einer Werbung wieder zu inspirieren oder wieder anzuzeigen. Als Beispiel, wenn jemand unseren Blogpost gelesen hat, dass wir diese Person dann im zweiten Schritt an der nächste Werbung dann per Targeting halt anzeigen. Und dafür zum Beispiel ein passendes E-Book dann zu genau zu diesem Thema dann anbieten. Und das wäre dann im Prinzip eine Retargeting-Möglichkeit. Ein weiterer wichtiger Begriff ist CLTV oder auch dann ausgesprochen der Customer Lifetime Value. Ebenfalls ein unglaublich wichtiger Wert, weil daraus ergeben sich natürlich auch Potenziale, um unsere Werbeeinnahmen manchmal gegebenenfalls auch dann wirklich zu maximieren oder natürlich auch die Gewinnspanne. Und das ist im Grunde dann auch die Customer Lifetime Value. Das sind quasi die Umsätze deiner Kunden auf die Dauer deiner, ich nenne es mal, Kundenbeziehung gerechnet. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt immer also bei einer Dienstleistung, du hast quasi immer 1000 Euro, die du für eine Dienstleistung verlangst. Und dann hast du vielleicht noch eine zweite Dienstleistung, wo du nochmal 500 Euro entsprechend dann anbieten kannst. Du könntest also sagen, okay, 1000 Euro ist ein initialer Umsatz, den du generierst. Und es kommen aber auch manchmal 500 Euro hinzu für eben eine zweite Dienstleistung. Und damit hättest du also natürlich deinen Customer Lifetime Value erhöht, weil du einfach einen Folgeauftrag dann entstanden ist. Und so hast du natürlich auch andere Möglichkeiten, auf Dauer natürlich auch, wenn du das langfristig spielst, deine ganzen Werbeausgaben wieder zu refinanzieren. Und das ist also natürlich auch eine wichtige Kennzahl, die man aber erst natürlich auch mit gewisser Erfahrung später bilden kann. Ganz am Anfang ist es noch relativ schwer, ist auch noch nicht ganz so wichtig, wo ich dich im Prinzip dann bitte, nicht zu sehr darauf zu fokussieren. Aber wie gesagt, langfristig gesehen ein sehr wichtiger Faktor oder eine sehr wichtige Kennzahl. Das waren jetzt so im Grunde genommen von mir mal einige Facebook-Marketing-Begriffe, die du dir auf jeden Fall immer mal wieder bewusst werden lassen solltest. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Begriffen wie immer weiterhelfen. Wenn irgendwas unklar ist oder du natürlich Fragen dazu hast, kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wünsche ansonsten viel Spaß mit dem Video und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.